gute Eiweißquellen und wenn man die sinnvoll kombinieren, kann man die Wertigkeit noch prima erhöhen. Ja. Also niemand müsste eigentlich wirklich im Eiweißmangel sein. Wir können das wirklich mit der Ernährung gut bewerkstelligen. Wann würden wir denn nun Eiweißpräparate empfehlen? Bei welchen Bevölkerungsgruppen, bei welchen Krankheiten würdest du das denn empfehlen? Ja, also das eine ist, dass es einfach gesunde, normalgewichtige Sportler zum Beispiel gerne nutzen im Sinne von Convenience, weil sie einfach teilweise im Alltag es nicht immer hinbekommen, sich Eiweiß betont oder einfach genug Eiweiß zu essen. Ganz konkret, jeder weiß das aus seiner Umgebung in der Regel. Wir haben heutzutage alle paar Meter einen Kohlenhydrat-Shop, ne? Einen Backshop oder sonst irgendwas anderes, wo wir überhäuft werden mit schnellen Kohlenhydraten, mit Zucker, mit einfach mit Ernährungsmüll. Und da kann es im Alltag eine einfache Hilfe sein, dass ich mir vielleicht zwischendurch einen Eiweißshake mache, so, weil es schnell geht, weil es einfach ist, weil es eine preiswerte Eiweißquelle ist, so. Wohl wissend, dass gesunde Ernährung natürlich anders aussieht. Gesunde Ernährung bedeutet, ich hole mir natürliche Lebensmittel, bereite die vernünftig zu, nehme mir Zeit fürs Essen, setze mich hin, kaue jeden Bissen 20, 30 Mal so, ne? Also so, wie eigentlich das Leben sein sollte. Aber nun leben wir ja nicht in einer perfekten Welt. Und gerade für Menschen, die viel Stress haben, viel um die Ohren haben, finde ich, kann es eine gute Idee sein, wenn man nicht gerade Kurzzeitfasten macht und mal gar nichts isst, zwischendurch mal einen Eiweißshake zu trinken. Also meine Empfehlung ist an der Stelle, anstatt zu viel Kohlenhydratpulver zu essen in Form von Mehl und Kohlenhydraten, trinke ich lieber Eiweißpulver oder esse lieber einen Eiweißsnack, weil es gesünder ist, weil es für meinen Stoffwechsel gut ist, weil es das Abnehmen unterstützt, weil es mich länger satt hält, ne, die Blutzuckerspiegel normalisiert und so weiter. Also das wäre einmal so im Alltag im Sinne von Convenience. Dann ist es aber für uns ein ganz wichtiger Bestandteil auch in der Therapie. Und zwar, wenn wir uns die großen Erkrankungen angucken, einmal klassisch Übergewicht, Adipositas, mit den Folgen Diabetes und gerade Fettlebererkrankungen. 40% der Deutschen haben mittlerweile eine Fettleber. Bei Übergewichtigen und Diabetikern geht das hoch bis 90%. Und da wissen wir aus ganz vielen Untersuchungen, dass wir diese Erkrankungen eben sehr, sehr gut behandeln können mit speziellen medizinischen Gewichtsreduktionsprogrammen. Und da machen wir dann Folgendes, da machen wir eine sogenannte Mahlzeitenersatzstrategie. Das heißt, wir geben dann statt einer normalen Mahlzeit, geben wir zum Beispiel einen hochwertigen Eiweißshake. Diese Eiweißshakes haben den Vorteil, ich bin im Kaloriendefizit, der Körper kriegt alle lebenswichtigen Aminosäuren, wir haben in der Regel noch weitere lebenswichtige Mikronährstoffe, wir haben in der Regel noch ganz hochwertige Ballaststoffe für die Darmflora damit drin. So, und dann wissen wir, und das ist alles hochrangig veröffentlicht, Lancet-Studie zum Beispiel, dass wir bis zu 90% Typ-2-Diabetes, sogenannte Alterszucker, heilen können. Der Fachbegriff ist klinische Remission. Das heißt, die Diabeteswerte normalisieren sich komplett und ich sehe nicht mehr, dass dieser Patient mal einen Diabetes hatte. Und das sind so tolle Möglichkeiten und das ist so, so gut. Und das wissen wir seit Ende 2017, seit dieser Direct-Studie zum Beispiel von Professor Taylor aus England, alles nachgewiesen. Und wir haben diese Möglichkeiten und die kann jeder nutzen. Und das Gleiche gilt für ein Leberfastenprogramm nach Dr. Worm zum Beispiel oder ähnliche Konzepte, wo wir so geniale Erfolge haben und so geniale Möglichkeiten. Das können wir alles im Labor auch nachmessen und wir sehen den Rückgang bis hin zu eben eine Heilung, in Anführungsstrichen, dieser Erkrankungen. So, und das ist für uns ja die Basistherapie. Das machen, bevor wir Medikamente geben oder andere harte Maßnahmen ergreifen, arbeiten wir erstmal auf dieser Ebene, dass wir einfach den Stoffwechsel wieder erneuern, dass wir die Ursachen, die Krankheitsursachen beseitigen. Ja, und das sind tolle Möglichkeiten. Wir wollen jetzt gar keine Handelspräparate nennen, aber ich denke, wir sollten gerade bei solchen Shakes natürlich auch auf die Qualität achten. Ja. Ich denke, wenn da jetzt ganz viel Zucker drin ist, weil die dann einfach genau besser schmecken, ja, oder vielleicht bei den Übergewichtigen noch schlimmer Süßstoffe drin sind, die den Hunger noch steigern lassen, ist das, glaube ich, keine gute Qualität. Und wenn ich so in meinen Sportschuhe gehe, da werde ich da erschlagen von großen Dosen mit dem berühmten Whey-Protein. Ja. Ist das eigentlich ein gutes Eiweiß? Oder manche schwören auf Erbsen- oder Lupinenproteine, ja, weil da kein Milcheiweiß drin ist und kein Sojaeiweiß, worauf viele allergisch reagieren. Ja. Worauf muss man denn jetzt bei der Qualität dieser Eiweißshakes noch achten? Ja, ich würde auch da wieder unterscheiden
je nach Zielgruppe, je nach Person, um die es geht. Wenn ich einen klassischen Übergewichtigen habe, das ist ja in der Regel kein intensiver Sportler, so, dann arbeiten wir mit Eiweißshakes, die so aus der medizinischen Therapie kommen. Da haben wir, genau wie du sagst, da muss man streng drauf achten. Es gibt Eiweißshakes, muss man wirklich mal sagen, die heißen Eiweißshake und die bestehen zur Hälfte aus Zucker. Und die laufen, die sind im Supermarkt erhältlich unter dem Stichwort Eiweiß-Protein-Shake. So. Deswegen ganz wichtiger Punkt, wie immer die alte Regel, auf die Nährwerttabelle gucken, Zutatenliste checken, ne? Also ganz wichtig. Also für den klassischen Übergewichtigen, der abnehmen will, der die Fettleber loswerden will, der was gegen seinen Diabetes tun will, da setzen wir medizinische Eiweißshakes ein. Die bestehen zu einem großen Teil aus Eiweiß, zusätzlich angereichert mit lebenswichtigen Vitaminen, Vitalstoffen, Omega-3 vielleicht noch. Und dann haben wir in der Regel noch bestimmte Ballaststoffe mit drin, weil die einmal die Sättigung verbessern, weil die den Insulinstoffwechsel verbessern und weil die wichtig sind für unsere Darmflora, für unser Mikrobiom. So. Das sind die modernen Shakes, die wir in der Therapie einsetzen. Wenn ich jetzt einen Sportler habe, der hat ein anderes Ziel, der macht vielleicht ein kraftorientiertes Training, der will Muskeln aufbauen, der will sich schnell und gut versorgen mit den lebenswichtigen Aminosäuren, für den kann zum Beispiel ein Whey-Protein eine gute Idee sein oder ist häufig auch die beste Idee, weil dann geht es darum, ich möchte schnell und in einer hohen Menge bestimmte Aminosäuren zuführen. Da geht es um die sogenannten BCAA-Aminosäuren. Das sind drei Aminosäuren, die besonders wichtig sind für den Muskelstoffwechsel zum Beispiel. Und die sind in diesem Whey-Protein, also Molkeprotein. Das ist ja ein Nebenprodukt der Käseherstellung, also auch was, ne, was ganz natürlich ist, wenn man so will. Die sind da besonders drin enthalten. Und dazu kommt noch, dass Whey-Protein besonders schnell vom Körper aufgenommen wird und damit schnell zur Verfügung steht. Und da gibt es dann so verschiedene Strategien, dass es auch die Empfehlung gibt, sowas eher schnell nach dem Training dann auch zu trinken, weil man dann den Körper optimal mit diesen Eiweißen versorgt. Denn wir wissen, Training alleine ohne ausreichende Eiweißzufuhr ist nicht optimal, dann verschenke ich viel Effekt. Also der Körper braucht beides. Er braucht den Trainingsreiz und er braucht eine gute Versorgung mit Aminosäuren. So, also da Molke-Whey-Protein zum Beispiel für den Sportler sinnvoll. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, da wollen wir ja auch achten auf längere Sättigung, da wollen wir dafür sorgen, dass der nach dem Abendessen nicht irgendwann abends wieder Hunger kriegt und snackt und so weiter, dann würden wir vielleicht auch einen Teil Molke- und Whey-Protein einsetzen, aber wir würden dann zum Beispiel auch Milchprotein vielleicht nutzen, Casein, wenn man es verträgt, wenn man da, ne, klar ist, individuelle Verträglichkeit ist immer ganz wichtig, weil das Casein zum Beispiel den Effekt hat, dass es langsamer aufgenommen wird im Darm, aber viel länger auch den Körper versorgt und damit auch länger sättigt. Ja, deswegen gibt es das manchmal unter dem Stichwort Nachtprotein. Ne? Das wäre dann mehr ein Whey, das wäre dann mehr ein Casein, ein Milchprotein. So, also da gibt es so ein paar Feinheiten bei den Eiweißen. Und ich sage mal, die guten Produkte kombinieren das dann auch entsprechend. Und ja, das andere wäre jetzt das pflanzliche Eiweiß. Und das ist natürlich jetzt auch den modernen Trends jetzt entsprechend, wo man eben gesehen hat, pflanzliche Ernährung macht Sinn und zu viel tierisches ist eben auch nicht gut. Und da gibt es ja heutzutage ganz viele tolle Möglichkeiten von Hanfprotein, Erbsenprotein. Muss man wieder ein bisschen gucken. Lupine, manche können darauf reagieren, allergisch. Ansonsten gibt es da gute pflanzliche Eiweiße. Sodass da jemand, der vielleicht auch aus ethischen oder aus anderen Gründen, ne, sich pflanzlich ernähren möchte, da auch eine gute Auswahl hat heutzutage.